Null Thumbnails gemacht bisher. Ah. Ich könnte da noch eins machen. Naja, kriegen wir noch. Hallöchen. Heute geht es um ein für mich sehr besonderes Erlebnis und in dem Sinne auch um eine Rezension eines ganz, ganz tollen Buches. Denn ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zwei meiner Lieblingsautorinnen sind Anne Freitag und Adriana Popescu. Die beiden verfolge ich jetzt schon länger und ich bin von jedem Buch, das ich von den beiden lese, wahnsinnig begeistert und ich bin jedes Mal gespannt auf das neue Buch und auch mittlerweile so weit, dass ich jedes neu erscheinende Buch sofort haben möchte und sofort lesen möchte. Das hatte zur Folge, dass ich in diesem Jahr zum Erscheinungstermin Morgen irgendwo am Meer von Adriana Popescu mir gekauft, beziehungsweise ich habe es vorbestellt, dann kam es zu mir nach Hause und ich habe sofort gelesen. Und natürlich auch geliebt. In dem Buch geht es darum, dass wir mit Nele, Konrad, Julian und Romy auf eine Reise gehen. Und ich finde alle vier Charaktere herrlich erzählt, herrlich beschrieben. Ich bin tatsächlich, auch wenn viele ein Konrad-Fan sind, ich bin ein Nele-Fan. Und ich muss aber sagen, ich fand die Truppe einfach super toll und habe auch sehr, sehr gerne darin gelesen. Noch dazu kam es zu einem Zeitpunkt, wo ich einfach nicht in der Lage war, viel selbst zu tun. Demzufolge war es umso schöner, mit den Vieren auf eine Reise zu gehen, die zwar durchaus turbulent war und nicht immer harmonisch schön und rosa Sonnenschein, aber es war einfach eine herrliche Geschichte auf diesen gut 470 Seiten. Außer Frage für mich stand natürlich auch dieses Buch auf der Lit Love im November von Adriana Popescu signieren zu lassen, da ich sie noch nie live getroffen habe. Allerdings kam da ein Umstand dazwischen, der mich sehr gefreut hat, denn ich habe dann erfahren, dass sie am 12. Juli im Buchhaus Witwer Thalia in Stuttgart eine Lesung hat. Und zwar mit keiner geringeren als Anne Freitag. Die beiden haben aus diesem Buch gelesen und auch aus diesem Buch. Von Anne Freitag, Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Diese hier handelt sich um so eine vielleicht erst typisch anmutende Geschichte rund um ein Mädchen, Rosa. Oh, wie konnte ich ihren Namen vergessen? Rund um Rosa, die auf Frank trifft. Rosa macht eine Reise in Australien und möchte dort so ein bisschen Work and Travel oder nur Travel durch Australien reisen und sich einfach Australien anschauen, einfach mal was Neues sehen, vielleicht sich ein bisschen selbst finden am ganz anderen Ende der Welt. Und dann trifft sie eben auf Frank und sie beschließen recht einvernehmlich, ohne viel darüber zu diskutieren, dass sie gemeinsam weiterreisen möchten. Doch dabei bleibt es nicht, denn dann taucht noch David auf. Und David ist der beste Freund von Frank gewesen und wir erfahren hier wahnsinnig viel aus deren Leben, aber in so einer herrlichen Sprache. Bei diesem Buch wieder fasziniert, wie toll Anne Freitag es schafft, Situationen, Momente, Geräusche, was auch immer einzufangen in Worten und zwar ohne es unnötig groß auszuschmücken und umständlich zu erklären, sondern es so klein und leicht zu erklären, dass man das so natürlich aufnimmt und inhaliert, diese Situation, dass man richtig mit drin ist. Und ja, mich hat sie wieder umgehauen mit diesem Roman und ich finde es wahnsinnig toll. Ich möchte auch beide Bücher nicht auf nur Jugendbuch reduzieren, denn ich finde, sie sind viel, viel mehr und sie können von jedem gelesen werden. Ich, ja, war einfach von beiden Büchern absolut begeistert und habe sie eben beide zum Erscheinungstermin quasi nach Hause bekommen und auch direkt verschlungen. Dementsprechend war ich so begeistert davon zu hören, dass die beiden eine gemeinsame Lesung haben und auch, dass ich die Möglichkeit habe, sie beide zu treffen in Stuttgart. Das habe ich dann kurzerhand gemacht. Und habe dann auch noch meine Mutter und meine Cousine, die Freundin meiner Cousine, angestiftet. Und die sind meiner Einladung sozusagen gefolgt. Und wir waren zu viert dort. Es war richtig, richtig schön. Ich habe mich sehr gefreut, die beiden Autorinnen zu treffen. Anne Freitag hat wie schon mehrmals mich angeschaut und gesagt, wir kennen uns. Und ich habe gesagt, ja. Sie kann sich aber meinen Namen nicht merken, findet es aber immer wieder faszinierend, wenn ich dann Anja sage, dass sie dann sagt, ach ja klar, wie aus ihrem Self-Publisher-Roman 434 Tage, da heißt die Protagonistin auch Anja. Ja, auf jeden Fall fand ich es
herrlich, dass Adriana Popescu im Gegensatz zu Anne Freitag meinen Namen wusste, obwohl sie mich nicht kannte, was aber ein anderer Umstand war. Und ja, es war aber einfach eine wahnsinnig tolle Situation. Und die beiden haben ein so tolles Abendprogramm gemacht. Davon kann ich wirklich nur schwärmen. Ich habe noch nie eine so tolle Lesung miterlebt. Was aber auch der Fall ist, Adriana ist ein bisschen schuld daran, dass ich hier sitze und wieder Videos mache, denn sie hat gemeint, ja, ja, du hast aber auch mal Videos gemacht auf YouTube, ne? Aber hast du mit aufgehört? Ich war ganz baff, dass sie das überhaupt weiß und auch, dass sie weiß, dass ich aufgehört habe. Ja, und sie war ein bisschen der Funken, der noch gefehlt hat, um mir wieder den Anstoß zu geben, doch wieder Videos zu machen. Mal gucken, wie lang mir das Spaß macht und so lange werde ich es aber auch machen. Hier jetzt aber einmal ein Foto von uns dreien. Und danach waren wir Mädels, also meine Mama, meine Cousine und die Freundin meiner Cousine, noch alle essen im Hans im Glück. Und danach haben dann zumindest meine Mama und ich uns noch einen schönen Samstag in Stuttgart gemacht und sind dann an dem Sonntag danach wieder gefahren. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen das Wort dahin wenden, dass Adriana mir ein riesengroßes Geschenk gemacht hat, indem sie mir ihren Self-Publisher-Krimi mitgebracht hat. Und zwar unter dem Namen Adriana Jakob, tödliches Klassentreffen, Kommissar Rauchs, erster Fall. Ich habe Kommissar Rauch, um genau zu sein Benedikt Rauch, als er noch Kommissario Brunetilla hieß, mitverfolgt, seitdem sie ihn in Vlogmas, ich glaube Tag 2, erwähnt hat und quasi die Geschichte miterlebt, wie es zu diesem Krimi überhaupt kam. Und das finde ich richtig, richtig toll. Ich habe mitgefiebert, ich habe viel Zeit, gerade eben auch in den letzten Monaten, gehabt und dadurch auch sehr, sehr intensiv ihre Karate an der Tastatur-Videos gesuchtet, zum Teil mehrfach gesuchtet. Ich hatte die Zeit dazu und ich war so gespannt auf Kommissar Rauch, dass ich eben ja, unbedingt mehr hören wollte davon und ihn mir, sobald er als E-Book erschienen war, auch als E-Book gekauft habe und gelesen habe. Aber ich hatte ihn eben noch nicht als Buch. Und da er mir gefallen hat, wollte ich ihn gern als Buch auch haben. Jetzt habe ich ihn nicht nur als Buch, sondern eben auch sogar als signiertes Buch und möchte euch ganz kurz vorstellen, worum es darin geht. Wir lernen Kommissar Rauch kennen, der etwas verkatert nach seinem Klassentreffen aufwacht bzw. geweckt wird von einem Anruf, denn es wurde eine Leiche gefunden. Und zwar nicht irgendwo und nicht irgendwer, denn diese Leiche wurde gefunden in der Schulturnhalle, in der er sein Klassentreffen hatte und die Leiche ist auch noch ein ehemaliger Klassenkamerad. Das alles ist natürlich recht persönlich für Kommissar Rauch und nicht zu Unrecht fragt seine Kollegin Sophie Hagen, die mir auch wahnsinnig ans Herz gewachsen ist, nicht zu Unrecht fragt sie mehrfach, ob er nicht den Fall auch abgeben möchte, denn das könnte ja etwas zu nah für ihn sein. Ich finde, die Geschichte ist herrlich aufgebaut. Die Geschichte, dieser Krimi ist herrlich aufgebaut, es ist spannend. Ich wollte wissen, wer der Täter ist, ich wollte wissen, was dahinter steckt. Ich habe nicht mit all diesen Wendungen gerechnet. Und ich muss auch sagen, mir sind alle wahnsinnig sympathisch geworden in diesem Buch. Also angefangen bei Kommissar Rauch natürlich und Sophie Hagen. Allerdings auch das ganze Team drumherum. Ich habe leider den Namen des Pathologen oder wie er heißt vergessen, der mir aber auch durchaus sympathisch war. Und ich wurde so oft an andere erinnert. Allein Benedikt Rauch, der so ein Touch von Sherlock Holmes hat. Komisch, woher das wohl kommt. Mich hat das Ganze immer mal wieder an Der letzte Zeuge erinnert. Und zwar spielt in Der letzte Zeuge Ulrich Mühe den Dr. Kolmar, Robert Kolmar. Und ich weiß den Namen von ihr nicht mehr, die weibliche Hauptrolle. Die war für mich so ein bisschen das Bild dafür, wie Sophie Hagen hier ist. Und ja, ich habe mich in gewissen Dingen so erinnert gefühlt, aber auch ein Stück weit war das eine eigene Geschichte, ein eigener Krimi. Und ich freue mich riesig darauf, mehr darüber zu erfahren, wie es weitergeht zwischen den Personen, eben die jetzt nicht gestorben sind oder Verdächtige sind, logischerweise, sondern auch, wie es zwischen Benedikt Rauch und Sophie Hagen zum Beispiel weitergeht, ob Sophie Hagen vielleicht wegzieht oder auch was noch so weiter im beschaulichen Stuttgart passiert. Denn auch das ist Adriana wieder super gelungen, dass man sich einfach wahnsinnig wohlfühlt, in den Büchern von ihr, wenn sie über Stuttgart schreibt.
Egal, ob es Lieblingsmomente, Lieblingsgefühle ist oder hier in dem Krimi, finde ich, merkt man auch einfach, wie verbunden sie ist mit Stuttgart und wie sie das liebt und wie sie das auch gerne einfach so beschreibt, dass man sich fühlt, als wäre man in Stuttgart und würde da mit Benedikt Rauch ermitteln. Das hier quasi ein ganz, ganz kleiner Shoutout auch an diejenigen, die nie Krimis lesen. Ich bin selber so eine Person. Ich habe vielleicht in meinem Leben vorher ein oder zwei Bücher gelesen, die ich wirklich als Krimi bezeichnen dürfte. Einer hieß, glaube ich, sogar, also dann nicht Roman, sondern Krimi. Aber ansonsten lese ich quasi auch keinen Krimi. Aber Adriana schafft das und ich bin froh darüber, weil ich finde, sie kann das auch. Sie kann Krimi und hiermit offizieller Rauchmelder, denn den muss man sich mal angucken, den Benedikt Rauch, und auch mal lesen. Und da freue ich mich riesig auf den zweiten Teil, der, glaube ich, sogar noch in diesem Jahr erscheinen soll. Ich fieber dem entgegen und ebenso fieber ich natürlich auch entgegen dem Erscheinungstermin von Adrianas Erwachsenenroman Goldene Zeiten im Gepäck, denn der soll wohl ganz besonders, auch ganz besonders bedeutend für sie sein und auch darauf freue ich mich. Dann habe ich wirklich in diesem Jahr dreimal Adriana gelesen. Das ist dann echt, vielleicht sogar viermal, wenn noch der zweite Rauch erscheint. Oh Gott, krass. Aber herrliches Jahr. Also vom Lesen her kann es dann ja fast nicht mehr besser werden. So viel Adriana Popescu gelesen. Ja, oder auch Adriana Jakob. Herrlich. Genau. Das war es jetzt dann aber von meiner Seite. Ich habe mich, wie gesagt, riesig gefreut, dass ich die Möglichkeit hatte, die beiden zu treffen und zu sehen. Und ich freue mich auch riesig darauf, die beiden dann auf der Little Love wiederzusehen. Ich hoffe, hoffe sehr, dass beide gesund sind und bleiben bis dahin und dass das stattfindet. Denn dann kann es nur eine wundervolle Little Love werden, die noch schöner vermutlich ist als die letzten beiden. Das war es mit meiner Schwärmerei. Ich hoffe, ihr seid genauso große Fans. Wenn noch nicht, guckt euch irgendein Buch von den beiden an. Ich habe bisher noch nicht alle gelesen, aber ich habe schon vieles von beiden gelesen und ich bin jedes Mal begeistert worden. Ich kann euch also eigentlich jedes Buch von ihnen empfehlen. Und probiert's aus. Krimi, super. Ich finde, Krimi ist so ein bisschen wieder abgeflaut, fast. So vom Mein Eindruck zumindest vom Interesse her, irgendwie vom allgemeinen Interesse. Und das ist jetzt alles auf Psycho-Thriller und New Adult, Young Adult. Aber ich finde, Adriana kann Krimi und das kann sie sehr gut. Und das soll sie ruhig weiter tun. Lese ich auch sehr, sehr gern. In diesem Sinne, macht's gut und werdet da draußen alle zu Rauchmeldern und guckt euch auf jeden Fall auch die neuesten Werke von Anne Freitag und Adriana Popescu an. Tschüss!